Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Summer in Mara. So, ich habe mich mal ein wenig belesen, also nur ein kleines wenig, ein klein wenig. Und ich habe mitbekommen, dass man anscheinend später noch eine Anleitung für eine Schaufel bekommt. Am Ende der letzten Folge wollte ich ja jetzt hier Schätze suchen und habe mich gefragt, wo der eine Schatz da vergraben ist und bla bla bla. Ich glaube, das werden wir alles ein bisschen nach hinten verschieben müssen, bis ich eine Schaufel habe. Das klingt auf jeden Fall ganz vernünftig, wenn ihr mich fragt. Und deswegen mache ich erstmal mit der anderen Quest weiter. Und deswegen bin ich schon mal hier zu Saimi gegangen und möchte mit ihr über die Piraten reden. Wie läuft es mit den Piraten? Ich glaube, ich habe sie überzeugt. Fantastisch, wir können alle Hilfe gebrauchen, die wir kriegen können. Ich wollte dich wegen Hakus Brief fragen. Welcher Brief? Als ich dich das erste Mal getroffen habe, hast du einen Brief erwähnt. Ich habe mich gefragt, ob du noch etwas für mich hast. Ich? Nein, ich glaube nicht. Ich habe diese Elite wieder auf der Insel gesehen. Du solltest mit Akachi reden. Sie war vor einer Weile bei ihr. Wirklich? Ja. Die Zeit dringt vielleicht mehr, als wir dachten. Ich werde sie fragen. Okay. Okay, Fink ist die Liedfrau. Gut, dann weiter zu Akachi. Die ist ja zum Glück gleich hier unten die Klippe runter. Hallihallo, nicht ganz. Da. Da ist sie auch schon. Ich kann sie erspähen. Yippie! Ich bin vors Netz gesprungen. Na komm. Koa, mach keinen Blödsinn hier. Hallo? Akachi, haben dich die Elites belästigt? Sie waren ein wenig aggressiv. Die Frau unter ihnen ist besonders unangenehm. Sie wollte wissen, ob ich meine Schmiede verkaufen will. So etwas kann ich gar nicht leiden. Davon habe ich richtig schlechte Laune bekommen. Wer ist da? Keine Sorge, es ist nur Koa. Lizia? Oh, hallo Koa. Entschuldige, dass ich nicht herausgekommen bin. Was machst du denn hier in der Schmiede? Es hat sich herausgestellt, dass er mich nie auf dieser Insel besucht, weil Pili, Meli und Teli seine Schwestern sind. Und ich hoffe, ich muss nie wieder herkommen. Sie jagen mir Angst ein. Anscheinend waren sie nicht allzu nett zu ihm, als sie Kinder waren. Und er fürchtet sich immer noch vor ihnen. Deswegen treffen wir uns immer auf seinem Boot oder er versteckt sich hier. Oh, armer Lizio. Mach dir keine Sorgen um mich. Vielleicht können dir Noho und Caleb mehr über die Sache mit den Elites erzählen. Ich weiß, dass sie auch bei ihnen war. Oh, danke, Akachi. Soll ich erstmal zu Caleb gehen oder kann ich auch. Okay, ich kann. Oh, ich muss ja erst zu Noho gehen. Aber ich kann auch mit Akachi über den nächsten Auftrag sprechen. Hallo, Akachi. Wie geht es, Lizio? Er fürchtet sich ein wenig wegen der Sache mit seinen Schwestern. Um ehrlich zu sein, genau darüber wollte ich mit dir sprechen. Kannst du mit ihnen reden? Auf dieser Insel haben alle Angst vor ihnen. Ich habe keine Angst. Das dachte ich mir schon, dass du das sagen würdest. Ha, ich werde mit ihnen reden. Okay, sprich mit Lizios Schwestern, Pili, Mili und Tilly. Warum ist deine Münze abgebildet? Ich weiß es nicht. Wir werden hingehen und es herausfinden. Oh, meine Nase ist gerade ganz schön nasig. Habt ihr auch manchmal nasige Nasen, die nasig sind? Sie ist juckig. Okay, lassen wir das. So, ja genau, zu Pili, Milli, Tilli, Killi, Petit, Dilli, Billi. Puh, schauen wir mal. Oh, das sieht aber schön aus. So, ihr Damen. Hi, mit dir kann ich noch handeln. Na gut. Ja. Milli, Pili, Tilli, wir müssen über Lizio reden. Ach, dieser kleine Strolch. Wo steckt er? Ich will ihn sofort sehen. Er ist nicht hier, aber er würde gerne diese Insel besuchen. Dann soll er hierher kommen. Wir können es kaum erwarten, ihn wiederzusehen. Wirklich? Natürlich, unser kleiner Bruder. So schwächlich. Ja, als wir noch Kinder waren, haben wir ihn ständig geärgert. Vielleicht will er deshalb nicht hierher kommen. Ihr hört jetzt besser auf damit. Lizio möchte gerne die Insel besuchen. Aber nur, wenn ihr aufhört, ihn zu ärgern. Versprochen, wir werden ihn nicht ärgern. Hier, nimm diesen Lutscher. Lizio hat diesen Lutscher immer geliebt. Wenn du ihm den Lutscher gibst, weiß er, dass wir ihn nicht vergessen haben. Vielen Dank. Ich werde ihm den Lutscher geben. Okay.
Das ist bestimmt da. Die haben doch so eine fiese Sprache, ne? Dass die immer so mit Geschenken Leuten was sagen wollen. Das ist bestimmt sowas wie, du bist ein Lutscher oder ne, wir haben da noch mehr, komm her, wir töten dich. Irgend so eine kranke Scheiße. Ich weiß es nicht. Ich habe auf jeden Fall kein gutes Gefühl bei der Sache. Hallo Noho. Hallo Kind, alles in Ordnung bei dir? Nun ja, ich wollte dich fragen, ob hier vor kurzem eine Elite-Frau vorbeigekommen ist. Sie war ungefähr so groß, mit violetten Haaren. Ja, die meine ich. Ja, die war vor einiger Zeit hier. Was wollte sie? Sie wollte all das hier kaufen. Sie hat uns ein Vermögen geboten. Vom Baron höchstpersönlich bezahlt. Aber all das hier steht nicht zum Verkauf. Caleb und ich haben Jahre gebraucht, um uns das hier aufzubauen. Wir sind viel gereist, weißt du? Immer zusammen, kreuz und quer, durch, ganz kühl. Wir geben unseren Besitz nicht einfach so der erstbesten Person, die hier auftaucht. Ach, das hier ist unser Zuhause. Okay, das ist gut. Dann wurde sie ein wenig schnippisch. Und ich sagte ihr, in meinem Alter, ich war einmal in einer großen Stadt im Süden, um dort den Preis von einigen Stoffen zu verhandeln. Die Kühe, die mich bedient hat, war fürchterlich. Was mir damals natürlich Angst machte. Aber Caleb ließ sich nicht einschüchtern. Absolut nicht. Er schaute ihr direkt in die Augen und wiederholte den Preis, den wir zahlen wollten, dreimal. Sie hörte ihm mit großen Augen zu. Und schließlich... Was? Nichts. Die Stoffe waren wirklich hässlich. Ja, das waren sie wirklich. Vielen Dank. Du solltest mit dem jungen Mann reden, ne, der an dem Anwesen wohnt. Aquila? Ja... Die Liedfrau ist in seine Richtung gegangen. Vielleicht verstehen sich die Lieds ja untereinander besser. Ich gehe sofort dorthin. Woher haben die das gesehen von hier aus? Ach, egal. So. Ja, ich schwimme rüber. Geht schneller. Let's go! Dann auch gleich nochmal die Sache mit dem Lutscher klären. Die Lutscher-Sache. Naja, vielleicht ist Lieds ja so ein Lutscher. Kann ich unten noch durchschwimmen? Geil. Ja, dom, dom, dom. Dom, 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 da, 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 ich glaube, es langsam hätte andersrum schwimmen sollen. Ich schwimme jetzt hier einmal quer über die gesamte Insel. So. Okidoki, loki. Oh, jetzt wird es langsam spät. Und ich komme nicht an, ach komm. Nee, dann schlafe ich erstmal eine Runde im Boot. Im Boot schlafen, jo. Machen wir erstmal den. Den guten alten Bootschlaftrick. So, ein bisschen näher ran. Neuer Tag, neues Glück. So, gehen wir erstmal zur Aquila. Ehe wir da sind, sind die Tore bestimmt auch offen. Ist eh relativ nah alles. La, 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 la. So. Und, ist schon offen? Ist schon offen? Nein, es ist nicht offen. Was steht da? Ich kann es nicht lesen. Hat er heute zu? Macht er erst um 10 auf? Ich bin irritiert. Gut, dann gehen wir erstmal rüber zu Akachi. Die scheint auf jeden Fall schon offen zu haben. Na gut, dann machen wir das erstmal. Whee, select. Toll. Okay, hallo. Ich glaube, mit Lizios Schwestern ist jetzt alles geklärt. Sie haben mir gesagt, dass ich ihm diesen Lutscher geben soll. Ich bin mir sicher, dass er ihn an seine Kindheit erinnern wird. Ich werde ihm den Lutscher geben. Vielen Dank. Ich habe eine weitere Bitte an dich. Wie kann ich dir helfen? Kannst du für mich zum Metallkoloss im Norden gehen? Dort liegen ein paar Teile, die ich brauche, aber ich kann sie leider nicht selbst holen. Kann Lizio dich nicht dorthin bringen? Unmöglich. Er trägt die Kälte nicht. Und er weigert sich, eine Jacke anzuziehen. Er trägt immer nur dieses kitschige Hemd. Okay, ich besorge dir die Teile. Ein Roboterteil. Na, das ist ja schon sehr spezifisch, was ich da hier besorgen soll, mein lieber Akachi. Du hast einen riesigen Kampfroboter, der die ganzen Elites auslöscht. Außer Aquila und Regatta natürlich. Gibt's doch einen. Ach ja, und CB, oder wie der hieß. Der war eigentlich auch ganz okay. Eigentlich sind bisher bis auf die eine alle Elites okay, die ich hier getroffen habe. Na gut. Ich hoffe mal, dass 10 Uhr das Tor hier aufgeht. Geschlossen. Ah. Wow! So. Na guti. Huh?
Und du würdest dafür zahlen? Natürlich. Wir scheuen keine Kosten und Mühen. Dann gehört er dir. Ich bin sicher, er wird einen besonderen Platz in deiner Sammlung einnehmen. Das ist nicht einfach ein Dekorationsgegenstand. Wie kannst du hier auf diesem armseligen Planeten eigentlich leben? Ehrlich gesagt, das macht mir weniger aus, als du denkst. Ich hege nicht dieselben Vorurteile wie der Rest unseres Volks. Du bist einer dieser Adligen, die nicht an die Idee des Fortschritts glauben. Nein, ich glaube an meinen persönlichen Seelenfrieden. Der Rest ist irrelevant für mich. So ein Unsinn. Nun, damit ist unser Geschäft abgeschlossen. Auf Wiedersehen. Hey Aquila, was wollte sie von dir? Chor, andere Leute zu belauschen gehört sich nicht. Das weiß ich. Sie wollte einen Stein, den Regatta vor einiger Zeit gefunden hatte. Er hat eine Spirale und vier große Kreise. Ich habe eine Kopie der Inschrift angefertigt. Ich fertige immer eine exakte Kopie meiner Besitztümer an. Es wird dich etwas kosten, aber ich kann sie dir verkaufen, wenn du willst. Du würdest sie mir also nicht umsonst geben? Sogar, wenn ich diese bösen Elites damit ärgern könnte? Ich würde liebend gerne diese langweiligen Elites ärgern, aber ich würde mir auch gerne neues Silberbesteck kaufen. Ach, ich hoffe, das wird nicht zu teuer. Ja, das haben wir zum Glück. Ja, bitte sehr. Ah, angenehm, mit dir Geschäfte zu machen. Ich hoffe, das hilft dir weiter. Das sieht ein bisschen aus wie die Spirale auf meinem Tor. Kopie eines Runensteins. Okay, jetzt wird's knackig. Eventuell ein bisschen. Gut, dann gehen wir mal zu Saimi und befragen sie dazu. La, ich laufe den Berg hoch. Und es macht mir so viel Spaß, die ganze Zeit die Bodengängefalle zu erledigen, weil ein kleines Mädchen, was vielleicht 8 oder 10 Jahre alt ist, eine gesamte Region retten muss. Das ist ja voll Pokémon-Style hier. So, okay. Wulp. So, Saimi. Saimi, Aquila hat mir das hier gegeben. Die Elites waren an diesen Symbolen sehr interessiert. Das ist ein Symbol für Mara. Ein alter Aberglaube. In vielen Ruinen findet man uralte Spiralen. Gib mir etwas Zeit, um um nachzuforschen. Ich werde versuchen, mehr herauszufinden. Wenn ich mehr weiß, melde ich mich bei dir. Ist gut. Sei nett zu allen Leuten. Okay. So, was gibt's denn noch so? Etwas sehr Interessantes wird bald passieren. Den Schatz, das kommt bald. Das Ding hier muss ich suchen. Gibt es auch irgendwas, was ich noch machen könnte? Wir können ja. Ach, zur Regatta muss ich auch noch. Chor. Ah! Hast du mich erschreckt? Das tut mir leid. Aber es ist dringend. Stimmt etwas nicht? Sollten wir es ihr sagen? Ja? Sei nicht schüchtern, hä? Na komm. Du musst die Tempel in Mara besuchen und eine Opfergabe bringen. Die Quellen des Malers sind aufgewühlt. Wir haben dich beobachtet und du scheinst würdig zu sein. Ich habe im Moment keine Zeit, es tut mir leid. Chor, du scheinst es nicht zu verstehen. Das hier ist sehr wichtig. Du musst es tun. Wirklich, Blue, im Moment scheint nicht so, als wäre sie bereit dazu. Ja, ich weiß, ich weiß. Ich bestehe darauf. Mit wem redest du da eigentlich immer? Das wirst du in den Tempeln herausfinden. Der Naturgeister Maras brauchen dich. Die Naturgeister Maras brauchen dich. Die meisten von ihnen sind friedliche Wesen. Ich verstehe. Wenn du sie siehst, dann weißt du, dass alles in Ordnung ist. Ich würde dich hier nicht darum bitten, wenn ich mir keine Sorgen machen würde. Verstehst du? Gut, ich werde mich darum kümmern. Bringe eine Opfergabe zur Quelle im Tempel von Quelis. Okay. Los geht's. Auf zum Tempel von Quelis. Blue. Für den Augenblick ist alles friedlich. Na gut, Blue. Wenn du das sagst, ist das so. Ah, ich weiß was. Ich fahre einfach mit meinem coolen Boot rum. Ich mag mein Boot. Vermutlich muss ich jetzt wirklich ein Stück für Stück alle Tempel abklappern. Es gab einen Tempel, da musste ich Holzkohle opfern, ne? Ah, da muss ich erstmal noch ein bisschen gucken, dass ich die irgendwie zusammengezüchtet kriege. Oder wie viel Holzkohle habe ich denn im Moment?
Materialien, 9 Stück, das könnte reichen. Ich weiß es gerade nicht. Zur Not werden wir es herausfinden müssen. Schauen wir mal. So, los geht's. La, mit super duper mega Pupa Pupangriff. Antrieb, Antriebangriff. So, hier rum. Dann sind wir eigentlich auch schon da. Eine Muschel. Die nehme ich gleich mal mit. Ja. Hallo, Onti. Und so meine ich natürlich. Mal gucken, was die kleinen Geister dazu sagen werden. Ich habe ja bei den ganzen Artworks so ein paar kleine Geister gesehen, aber sie kamen bisher nie vor. Hallo. Blue, ich glaube, dass... Hast du nichts Seltsames bemerkt? Ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob ich träume oder wach bin. Ach, es sind die Naturgeister von Mara. Sie verlangten nach deiner Anwesenheit. Du bist jetzt bereit. Wofür? Dein Schicksal in Mara zu akzeptieren. Deine Zeit als Wächterin kommt bald. Nicht wahr, mein Freund? Oh, du meine Güte. Er ist einer von ihnen. Ja, er ist ja schon. Er begleitet mich seit einiger Zeit. Ich habe auch Flausen im Kopf. Sie mischen überall Mara mit. Mal hier, mal dort. Was kann ich für sie tun? Sei einfach du selbst. Du bist Starkoa. Du bist die Nachfahrin einer wahren Wächterin. Das bin ich. Danke, Blue. Ja, das werde ich ihr sagen. Er möchte, dass du beim nächsten Mal Süßigkeiten mitbringst. Da kann er sich drauf verlassen. Und rede mit Saimi. Die Naturgeister wissen alles, hä? Oh, wieder zurück zu Saimi, euer Ernst. Ups, will einer von euch noch was? Du hast die Naturgeister kennengelernt. Ja, ich habe sie in den Tempeln und bei den Quellen gesehen. Nicht alle Na Naturgeister in Mara sind frei. Einige von ihnen sind gefangen. Die Ärmsten. Kann ich ihnen irgendwie helfen? Dazu musst du sie erst finden. Eine echte Wächterin weiß jedoch, wie man gefangene Naturgeister aufspürt. Wenn du dich um Mara kümmerst und sie befreist, werden sie dir danken. Ich werde nach ihnen suchen. Blue, ich werde ihnen helfen. Wann immer ich kann. Lausche den Winden Maras. Okay. Möchte Blue jetzt irgendwas Besonderes noch von mir irgendwie? Ich gucke gerade durch. Hier ist gerade. Ist Blue hier? Blue, wo bist du? Blue, 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 Blue. Da. Blue ist 100% abgeschlossen. Wir haben quasi das Blue Game durchgespielt, okay. Na gut, dann gehen wir erstmal nochmal zu Saimi. Ich kann es kaum erwarten, da wieder hochzukraxeln. Wieder ein Gerenne hier. Es ist unglaublich. Hui! Dann schwimme ich mal hin und kraxel zu ihr hoch. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn ich bei ihr bin. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Oh ja, yeah, die ganze Sache hier nimmt im wahrsten Sinne des Wortes Fahrt auf. Gut. Dann bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen und sage ciao und bis zum nächsten Mal. Bye.